So, im iranischen Kulturkreis gibt es auch Geschichten über diese ganze Nauruz. Eine Geschichte möchte ich Ihnen hier sagen, und zwar Haji Nauruzi oder Haji Nauruz. Also das heißt, schreibt man G Nauruz. Oder aber dieser Aji hat mit Aji nichts zu tun. Weil dieser bedeutet Aji derjenige, der Satiriker ist. Ne? Satiriker. Also, Satiriker. Oder der Ironie macht. Und so ist es Orginaurus oder Bobo Naurus in Farsi, in Afghanistan sagt man Bobo Naurusi und hier Orginaurusi in Iran. Das bedeutet, Ajwa bedeutet unsinnige Rede. Zum Beispiel im Arabischen gibt es so eine Sache, die man lernt, zum Beispiel um Buchstaben zu lernen, dann sagt man A mit akut, A mit Semikolon, O wird O, A zum Beispiel Aleph oder Alpha oder A. Wenn akut ist, ist A. Wenn grav ist, ist es E. Und wenn ein O ist, dann wird O. Also normalerweise in Farsi mit den arabischen Buchstaben gibt es keine Vokale. Aus diesem Grunde, Vokale muss hineingedacht werden. Also das heißt, sie buchstabieren dann zum Beispiel so, damit sie das lernen. Auch B, ba, be, bu. C, zum Beispiel, dol, dol, do, da, do, du und so. Das ist mehr, hat keine Bedeutung, aber bedeutungstragend insofern, dass die Leute, die Vokale lernen. Und die Vokale steht dann nicht. Also, das heißt, steht dann praktisch dann so, ist es zum Beispiel Aleph ist so, dann macht man dann einmal so, das ist A, E, O. Das ist wie eine Wow. Also so ungefähr so. Ja, das ist dann A, E, O. Genauso wie bei B, B, Ba, B, Bo. So, das ist dann unsinnige Rede und Satire dann heißt es, oder Ironie oder so. Und Ajinaurusi ist es auch so, also der Aji ein Pilgerfahrt gemacht hat, der macht solche Dinge doch nicht. Ne? Deswegen, manche sagen Aji von Aji. Der macht dann auch so, sie macht dann seine Gesichter schwarz oder weiß wie Clown und dann kommt dann auf Bazaren und von einer Seite an der Seite redet Unsinn und keiner weiß mehr, was er meint. Also auf jeden Fall, aber dafür gibt es auch eine Geschichte, dass Bobo Nauruzi ist dann praktisch die Sonne und Chola Kampirak ist ein Auge Stolz, aber im Sinne von Auge Stolz, das ist dann die Frau. Die Frau wartet, bis die Sonne kommt, um mit der Sonne zu heiraten. Das ist Cholle, geht erstmal
Chola Campirac bedeutet die Tante wenig alt. So ist es. Seit Millionen Jahren wäscht er sich vor Erscheinen von Sonne in diesem Mittelpunkt, wo er kommt, ne, wo Naurus ist. Und der Chola Campirac dann wartet und geht erstmal dich ganz gut duschen und trägt schöne Kleidung und wartet auf Naurus, bis die Sonne, wartet auf Sonne, auf Bobo Naurusi. Bobo bedeutet eher eigentlich Baba, gibt es, weil Baba arabisch für Vater ist und Baba ist arabisch erstmal für Papa, ne? Und diese andere, weil Arabisch keine P hat, keine G hat, keine G hat, sondern auch Hebräisch so, genauso. Deswegen sprechen sie seine, beide Sprachen, sowohl Hebräisch als auch Arabisch, sind eine der Weltsprachen und sehr, sehr schöne Sprache. Die Friedrich Rückert auch Koran übersetzt hat und die genauso wie die persische Mythologie, so haben sie auch die Epen der arabischen Literatur und Sprache auch übersetzt. Nun ja, dann wartet er, er zieht sich ihre beste Kleidung, Make-up muss auch nicht vergessen werden, und dann wartet auf Haji Nauruz oder Sonne. Und die Sonne kommt und geht vorbei und heiratet nicht Chola Campirac. Und Chola Campirac dann geht, wenn es entweder in Wasser oder in Schnee, also wenn um sich umzubringen, weil die Sonne ist nun verschwunden, und dann wenn das Nauruzi ins Wasser sich umbringt, dann ist es ein regenreicher Tag und reicher Frühling. Und wenn Nauruzi auf Schnee fällt, dann gibt es entweder viel Schnee im April zum Beispiel oder in dieser Zeit. Das heißt, der 21. März ist es so ungefähr wie hier im Mai. Also es gibt keine Früchte unter der Waldgrenze. Doch in Hindukuschgebirge oder in Zagrosgebirge oder in Alborsgebirge oder in Himalaya gibt es Gletscher, und die bleiben bis zu Sommer immer mit 100 und so viel Meter. Natürlich ist es fünfmal so hoch wie diese Alpen. Mont Blanc ist nicht so hoch wie zum Beispiel die Himalaya-Gebiet oder Mount Everest höchste Gebirge in Hindukusch, heißt Kashmir, Samir, Pamir, Dach der Welt und so weiter. Das ist ganz anders. Das wäre dann eine Baba Nauruzi, eine lustige Geschichte. Nauruz hat auch ein Lied, das Lied von Nauruz. Biakeburim Bamazor, Saile Golel Olazor ist das Lied, komponiert wurde vor 600 Jahren in der Zeit der Timuriden von Navoi. Und das geht dann so, möchte ich das mal spielen, aber
Und ich kann, muss ich mal gucken. Ob che vorrei mamazon sai lì quello lo so von 15. Jahrhundert wir haben jetzt 21. Jahrhundert also dieses Lied ist in Erat entstanden für Balch und in Balch gibt es Tulpenfest und Balch ist heute in, heißt es Baktra, also Balch, Baktar oder Baktra bedeutet nicht etwas anderes als, Occident, also Westen, also das ist West, wie Baktar und Khawar. Khawar ist Orient und Baghdad ist Occident. Und anscheinend Balch war ein Westen von China zum Beispiel, Westen von Japan. Also das heißt, die Welt ist Kugel und was wir jetzt zum Beispiel im Bereich von Nauruz besprochen haben, das ist nur in der nördlichen Halbhemisphäre wird Nauruz an diesem Tag. In Australien ist es heute September, also das heißt, dort ist Herbst und somit wie unser September wie hier. Also das heißt, es ist ein bisschen anders. Das war das Lied von Mullah Mamajan und dann werden wir, es gibt sehr viele sportliche Tätigkeiten. Eine von den sportlichen Tätigkeiten sind zum Beispiel Ritter. Ich spiele, ich komme gleich. Und zwar einer von den, ein Buch habe ich hier und auch eine Verfilmung von Reiter ist es ein Buch von Joseph Kessel, heißt es Die Steppenreiter, ist ein Roman. Und dieser Roman wurde in den 70er Jahren verfilmt mit Omar Sharif an der, als Hauptdarsteller. Und er hat Reiter gesprochen. Ich habe auch gesagt, dass die Pashtunen oder Pashto bedeutet diejenigen, die auf den Reiter
die auf dem Pferd oder auf Rücken von Pferd sind. Und die Reiter ist das auch tatsächlich so eine Art Mini-Sankt. Landei und Landaki gibt es, die Mini, genauso wie die Mini-Sang von oder Liebesgedichte von Germanen. Und wo die Liebesgedichte nur von Frauen gesungen werden, und zwar von Frauen, die unbekannt sind, anonyme Frauen. Also wenn da eine Frau, die nicht anonym ist, dann ist das Verfälschung. Genauso wie zum Beispiel von sogenannten Maiwande Maiwandi, die als die französische, die Afghanen, die in Frankreich waren, die haben dann dort eine Person, die ich auch kenne, wer das ist, aber ich möchte nicht das sagen, weil sein Sohn oder Enkelsohn war mein Klassenkamerad, und deswegen hat er, sagen wir, keine Fälschung gemacht. Wegen meinem Freund. Aber er hat gefälscht, auch sein Sohn ist der Auffassung, dass die Malalai Maiwandi so eine Rolle zugeschrieben hat, wie zum Beispiel die Jungfrau von Ulian, die, ich weiß nicht, 30 oder 100-jährige Krieg zwischen England und Frankreich, die geritten ist mit 17 Jahren, oder also Jungfrau von Ulian oder Jeanne d'Arc. Und so ist aber mit höherer Wahrscheinlichkeit, nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit, sondern tatsächlich hat auch so Landai geschrieben. Und aber Landai oder Mini-Sänge sind von Unbekannten, also das heißt Landai in Paishtu. Das wollte ich auch mal sagen, dass aber trotzdem die Ritter waren sie, und diejenigen, die sogenannte Ehre von paschtunischen Frauen, die frei Mut hatten, die Freiheit und so weiter. Heutzutage sind die am allermeisten unterdrückte Frauen in diesem Land, sind die Paschtunen, und die Männer wie die Taliban, so wie die Estner mit Weiß und Schwarze bekleidet sind, die armen Frauen sind wie Raben, von oben bis unten schwarz und ohne Gesicht und ohne Sang und Gesang, obwohl sie die Meister von Gesänge waren. Naja, das wäre dann diese Sache, wobei wir jetzt bei Buch sind, dieser Tafel von Naurus kommt ein Koran für die Moslems. Bibel für die Christen. Hier ist das Alte Testament, und Neue Testament, heißt auch die Bibel, ist für die Juden. Jeanne d'Avesta, das Buch oder die Gata oder die Hymnen von Zarathustra oder Zoroaster fehlt bei Parsen und Zoroastrier in Iran fehlen nicht. Die Zoroaster werden eigentlich Parsismus auch benannt, also Parsismus oder Pars oder Parsiwan, da sind die eine. Deren Sprache ist Dari. Dari kommt von Dar, Dodan, bedeutet Anzünden von Feuer. Dar, Dodan. Und Dar bedeutet Tür. Zum Beispiel Darwish. Darwish sind diejenigen Leute, die Zoroastra waren und die von Tür zu Tür gekommen sind
um die Leute wachzuhalten, Aufklärung über die Morgan und Morina. Morgan und Morina sind praktisch entsprechend in Deutsch sagen sie Mok oder Magie oder drei Morgue. Drei Mok waren diese drei Sternsinger mit sassanidischen Kleidung, was am 6. Januar die kommen und dann von Tür zu Tür gehen und die Segen absegnen. Das ist dann Balthasar und einer von denen, ob ich die anderen vergessen, Melchior, Balthasar und das sind die drei Moks oder drei Sternsinger aus Morgenland. Und Morgenland ist immer ganz weit. Und das ist, weil wenn man Mok heißt oder Magie, dann sind die Zoroastrier und in der sassanidischen Zeit, war vor Christus, bei der Christusgeburt kamen die und haben die in einen Stein verfolgt und haben gesagt, wir feiern den Geburt der König der Juden. Und Mohammed, auch von dieser Linie von Abraham und Jesus, alle in arabischen Halbinsel entstanden, die waren dann praktisch eigentlich von einer Linie und vorher war auch Mohammed Jude und vor allem auch mit einer Judin verheiratet, die sehr, sehr viel Geld hatte und Mohammed war ihr ein Manager, oder sagt man Geschäftsführer. Und Kaaba war vor Mohammeds Zeit, obwohl Abraham diese ganzen Gotteiten zerstört hat. Sein Kind wollte auch umbringen lassen für Gott. Und so gab es auch ein hinduistischer Gott, ist aber geblieben. Dort hat er den nicht zerstört können. Und dieser hinduistische Gott ist heute im Unterzeichen von Teufel und jeder Pilger, der nach Mekka kommt, nimmt dann einen Stein und schmeißt dann diese hinduistische Gottheit. Und die Inder lachen, die auch. Gott kann nicht, also das heißt, sie haben dann einfach Gott als eine ideale Sache, aber diese Gottheit, was man als Statuen sieht, ist nur einfach ein Ding, das man hat. Aber wie gesagt, in diesem Moment, wo wir über diese Nauruz sprechen, sind die Sufi-Orden von Herat, von Khashtir Sharifa, die Buddhisten und die Hinduisten zum Beispiel feiern sie Puja, also das heißt buddhistische Gottheiten und zwar in Moschee. Und da kommen die Hindus und die Buddhisten und die zu dieser Moschee und feiern sie gemeinsam. So eine Sache wünsche ich mir zum Beispiel auch für Baitul Maqaddas, dass alle diese Religionen kommen müssen. Und mein Wunsch ist auch natürlich, dass das Hindu, Iran und Turan so eine vereinte Staaten werden, in denen zum Beispiel
Frieden herrschen sollte, Nauruz Frieden. Und was als nächstes kommt, das ist sehr interessant, es geht um Drachensteigen, das möchte ich auch als nächstes hier vortragen. Dankeschön für diesen Teil.